Wozu mal kritische Theorie? Ohne Fragezeichen. Sie denken, das ist eine kleine Spielerei, ist es in gewisser Weise auch. Adorno hat einen Aufsatz 1962 geschrieben, beziehungsweise das war ein Vortrag, der hieß Wozu noch Philosophie und war auch ohne Fragezeichen formuliert. Kennen Sie den alle oder wie sieht das aus? Können Sie doch mal nachlesen dann, ne? Also das wäre ganz gut, auch um die Fragen dann, die Fragen beantworten zu können. Also ich beziehe mich heute erstmal zunächst mal auf diesen Text, Wozu noch Philosophie? Und das Interessante ist, 1971, also fast auf den Tag genau, im Januar 71, hat Jürgen Habermas im Hessischen Rundfunk einen Vortrag gehalten, der ist abgedruckt in philosophisch-politische Profile und der hieß Wozu noch Philosophie mit Fragezeichen. Er bezieht sich ganz explizit in diesem Vortrag auf Adorno, übrigens der seinen Vortrag damals auch im Hessischen Rundfunk gehalten hat und als 40-jähriger oder Mitarbeiter des Hessischen Rundfunks von über 40 Jahren kann ich sagen, solche Vorträge würden heute nie mehr gesendet. Das ist völlig undenkbar. Der Übergang vom öffentlichen Rundfunk in ein Infotainment-Medium ist vollzogen. Also diese Art des Vortrags und der geistigen Anspannung, der vom Hörer verlangt wird, den gibt es nicht mehr. Das ist eine Feststellung. Was soll das mit dem Fragezeichen? Ich habe ja meinen Vortrag nun wozu noch kritische Theorie genannt und nicht Philosophie, weil tatsächlich die Reflexion darauf, was Adorno schon 1962 artikuliert hat, es völlig unmöglich macht, die Frage nur rhetorisch zu stellen. Also, und das macht Adorno ja am Anfang klar, dass er das gar nicht tun will. Und deswegen hat er das Fragezeichen weggelassen. Man sagt, wozu nach Philosophie? Und dann sagt man, ja, es ist alles schwierig und sonst etwas. Und dann sagt man, aber trotzdem, wir müssen da weitermachen. Nicht? Das ist die große Tradition, darf nicht verlassen werden und, oder irgendwas. Oder Philosophie ist ganz nützlich oder irgendwie hilft auch im Leben weiter. Oder so, ne? Also diese Scheinbeantwortung einer rhetorisch gestellten Frage. Bei Habermas sieht das anders aus, weil es ihm ist, wozu noch Philosophie? Da ist wirklich ein Fragezeichen da und es ist ganz klar, wie Habermas darauf reagiert. Er versucht, die Frage positiv zu beantworten, nämlich wozu Philosophie gut ist und er formuliert auch dann im Grunde genommen sein Programm, das er dann in den 70er und 80er Jahren durchgeführt hat und die in seinem Hauptwerk Theorie des kommunikativen Handelns 86 gipfelt. Die Frage ist, hat das eine mit dem anderen zu tun? Oder wenn schon die Ausgangsfragestellungen unterschiedlich sind, zu welchem Ende führt das? Bei Adorno führt es ja dazu, dass das Letzte, was große, abgeschlossene, was er uns hinterlassen hat, die negative Dialektik ist. Das heißt also, ein nur in Negativität philosophisches Werk. Das ist keine positive Philosophie mehr. Und ich werde das auch gleich erklären, warum. Bei Habermas ist es eine Mischung eigentlich aus Gesellschaftstheorie, diese Theorie des kommunikativen Handelns, eine Mischung aus Gesellschaftstheorie und mit philosophischen Einsprengseln, möchte ich mal sagen.
Im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, ob Sie sich da durchgewühlt haben durch die Theorie des kommunikativen Handelns. Ich habe da mal 2 Semester mit in Hannover verbracht, mit den Studenten das zu machen. Die Theorie des kommunikativen Handelns besteht zu einem großen Teil aus Literaturreferaten. Literaturreferaten, also es werden bestimmte Theorien, Max Weber, Piaget, Kohlberg, Freud, werden verhandelt und aus dem Ganzen wird etwas hergestellt, was Habermas eben die Theorie des kommunikativen Handelns nennt. Und er war in dieser Zeit auch sehr darauf bedacht, das, was er macht, etwas anderes ist als das, was Adorno, Horkheimer und Marcuse gemacht haben. Es sollte etwas anderes sein. Und dem wollen wir versuchen, hier in dieser Vorlesung ein bisschen auf die Spur zu kommen. Habermas ist eigentlich davon ausgegangen, bis in die 70er, 80er Jahre hinein, ist er davon ausgegangen, dass es eigentlich eine kritische Theorie gar nicht gibt. Das klingt jetzt interessant. Die kritische Theorie tatsächlich ist programmatisch formuliert worden im Exil in den 30er Jahren. 1937 der Aufsatz von Max Horkheimer, Traditionelle und kritische Theorie in der Zeitschrift für Sozialforschung erschienen. Das war eine programmatische Sache. Horkheimer formulierte im Exil eine Gesellschaftstheorie, eine kritische Gesellschaftstheorie, die schon in sich aufnahm die Veränderung des akademischen Lebens, damit der traditionellen Philosophie und gleichzeitig die Versteinerung des Marxismus in der Sowjetunion zum Marxismus-Leninismus. Nicht explizit wird in dem Aufsatz Traditionelle und kritische Theorie wird kritisiert die dominierende akademische Philosophie. Dieses ganze Projekt hat Horkheimer dann später in einem Buch, das lange nicht auf Deutsch herauskam, sondern das in Amerika noch erschienen ist, hieß Eclipse of Reason. Auf Deutsch heißt es sehr umständlich und wenig sexy zur Kritik der instrumentellen Vernunft. Also Eclipse of Reason, da wird eigentlich das Kritikprogramm der Philosophie an der akademischen Philosophie, der traditionellen Theorie durchgeführt. Zur traditionellen Theorie gehört als Wesensmerkmal, dass es sich zu den bestehenden gesellschaftlichen Verhältnissen positiv verhält. Oder man könnte auch sagen, apologetisch verhält. Gemessen ist das selbstverständlich an Hegels Doppelsatz aus der Einleitung in die Rechtsphilosophie, was wirklich ist, ist vernünftig und was vernünftig ist, ist wirklich. Also Vernunft und Wirklichkeit werden bei Hegel in Übereinstimmung gebracht. Er fühlte sich ja am Ende eines Zeitalters mit dem Flug der Eule der Minerva, nicht im Grau wird die Welt rückblickend erkannt, und zeigt sich, dass die Vernunft sich durchgesetzt hat und die Vernunft wirklich geworden ist. Das hat zu enormen Missverständnissen geführt, Leute haben völlig falsch interpretiert. Der kluge Heine, der bei Hegel in der Vorlesung saß, hat das sehr schön in seiner Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, ein wunderbares kleines Buch, viel zu selten gelesen, ein herrlicher Essay, ganz groß und natürlich toll geschrieben, aber auf der Höhe wirklich der philosophischen Reflexion. Und da sagt er dann, dass nämlich der Satz etwas anderes bedeutet hat, nämlich das war sehr sibyllinisch, ironisch ausgedrückt von Hegel, denn es war ein Programm, was vernünftig ist, soll wirklich werden. Das ist eigentlich der Inhalt dieses Satzes. Und es ist wirklich sehr witzig, Mitte der 80er Jahre
tauchten plötzlich in den USA von alten Immigranten zwei Mitschriften im Mittleren Westen, zwei Mitschriften der Hegelschen Rechtsphilosophie-Vorlesung auf. Und tatsächlich steht da drin, was vernünftig ist, muss wirklich werden. Also er hat das wirklich den Studenten damals diktiert. Ist philologisch einwandfrei, keine Erfindung von mir, können Sie nachlesen. Wie dem immer auch sei, die Hegelsche Philosophie aber wurde wahrgenommen im 19. Jahrhundert als im Kern apologetische Philosophie. Apologetisch gegenüber der Wirklichkeit, nur die Wirklichkeit bei Hegel hat einen bestimmten Inhalt, nämlich einen vernünftigen gesellschaftlichen Zustand. Er hat die bürgerliche Gesellschaft als vernünftige begriffen. Das hat natürlich bei den Hörern manches Aufsehen erregt damals und ein gewisser Karl Marx hat sich daran ja abgearbeitet. Nicht? Wenn Sie mal in den Band 1 der ausgewählten Werke, Marx-Engels Werke reinstehen, sehen Sie Kritik der Hegelschen Staatsphilosophie, ein Manuskript, und Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung. Es ist der junge Marx, wie er lebt und lebt, dieses Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, Einleitung, das kann man wunderbar lesen, da braucht man gar keine großen Voraussetzungen, auch ausgezeichnet geschrieben, sehr fulminant. Und hier sitzt ja der Punkt, auf den sich die kritische Theorie auch bezogen hat, nämlich, dass man Philosophie nicht mehr so betreiben kann, wie es noch Hegel betrieben hat, nämlich als eine akademische Philosophie, die aus sich selbst heraus die Welt konstruiert. Berühmte 11. Feuerbach-These: Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt darauf an, sie zu verändern. Das hat Marx da in sein Heftchen geschrieben, im Vormärz, also in den 40er Jahren. Und das ist viel, viel später überhaupt erst rausgekommen. Das ist nach Marx' Tod überhaupt erst veröffentlicht worden. Und dann hat Engels da ein Aber reingemogelt. Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das gibt dem schon einen leicht anderen Sinn als in der Marxischen Formulierung. Und ich komme darauf zurück, weil etwas hier ganz Wesentliches ist, was Horkheimer immer hervorgehoben hat. Die Kategorien der Marxischen Theorie sind ironische Kategorien. Das heißt, sie sind nicht beschreibende Kategorien, die Wirklichkeit beschreiben, sondern sie versuchen eine Spannung zu erzeugen. Das sehen Sie an einer ganz schlichten Kategorie wie Mehrwert. Mehrwert, nicht, das ist einerseits, nicht, ist eine ökonomische Kategorie, Surplus. Nicht? Andererseits aber, nicht, ist es eine ironische Kategorie, die kritisch beschreibt, was in der gesellschaftlichen Produktion passiert. Nämlich, es ist ein Ausbeutungsverhältnis, das im Mehrwert enthalten ist. Und gehen Sie mal die unterschiedlichen marxischen Begriffe durch. Sie sehen, das können Sie eigentlich fast an jedem zentralen Begriff der marxischen Theorie, können Sie das durchspielen und sehen. Das ist etwas, was in den verschiedenen Marxismen russischer, sozialdemokratischer, auch austromarxistischer, muss man sagen, Art verloren gegangen ist. Ne? Diese Ironie der Begriffe nicht verloren gegangen ist. Die Ironie der Begriffe bezeugt oder zeigt etwas an, dass zwischen Bewusstsein und gesellschaftlichem Sein ein Riss existiert. Das ist nicht identisch. Und dadurch, dass es nicht identisch ist, wer Adorno kennt, weiß, eine zentrale Kategorie der Adornischen kritischen Theorie, die Nicht-Identität. Das Nicht-Identische zwischen Begriff und Sein ist die Möglichkeit der Kritik. Einst war Wien die Hauptstadt des Positivismus.
Da sollte das gar nicht auftauchen, eine Differenz zwischen Sein und Bewusstsein, sondern es soll identisch sein. Und wenn man es nicht identisch hinkriegt, dann macht man es identisch. Wir glauben nur an Tatsachen. Aber dass die Tatsachen selber Produkte sind eines intellektuellen Prozesses, einer subjektiven Aktivität, die Tatsachen sind nicht einfach da, nicht? Sondern die Tatsachen werden produziert, einerseits in der materiellen Produktion, via Tisch, Mikro und so weiter. Ne? Das ist zweifellos ein Mikro, nicht? Ist ein Ding, das produziert worden ist. Aber es wäre nicht ohne menschliche Aktivität, ohne gesellschaftliche Arbeit, wäre das alles nicht. Ne? Sonst würden wir da im Wald sitzen und uns unterhalten. Nicht? Also dieses Moment, aber gleichzeitig hat es das begleitende Moment, nämlich, dass wir das auch gedanklich reproduzieren. Wir reproduzieren diesen Prozess gedanklich, nicht? Dass wir sagen, aha, das Mikrofon, ein Ding, ah ja, und dann haben wir die Verständigung, ja, ein Tisch, zweifel nicht dran, es ist ein Tisch und so weiter und so fort, und dann können wir uns darüber verständigen. Der Tisch ist aber in dem Sinne auch keine einfache Tatsache und auch, dass wir uns darüber verständigen, ist keine einfache Tatsache, sondern es ist ein Prozess eben der Verständigung. Sie werden nachher sehen, dass in der Theorie des kommunikativen Handelns diese beiden Prozesse auseinandergerissen werden. Das kommt durch den Linguistic Turn. Wird es auseinandergerissen und es bleibt nur noch der Verständigungsprozess übrig. Der materielle Prozess verschwindet aus der Theorie. Können wir nichts drüber sagen. Die Worte kommen nicht an die Wirklichkeit heran. Die Worte haben sich von den Dingen gelöst. Das ist etwas, was sich ja eigentlich dann in der Philosophie, ging auch wieder von Wien aus, wie Sie wissen, nicht? Ging aber dann durch die Emigration, nicht? Eroberte das dann eben den angloamerikanischen Sprachraum und wurde da zur beherrschenden Figur, eben das, was man Linguistic Turn nennt. Dass man also nur noch überprüft, was ausgesagt wird, nicht das Verhältnis der Worte zu den Sachen. Damit geht eben etwas verloren und das ist das Entscheidende aber für eine kritische Theorie, nämlich es ist ihr materieller Kern. Ihr materieller Kern lebt eben von dieser Differenz von Sein und Bewusstsein und nicht diese Differenz ermöglicht überhaupt erst die Kritik. Wenn es eine Identität von Sein und Bewusstsein gibt, gibt es auch keine Kritik mehr, brauchen wir auch nicht mehr. Dann. Alles stimmt ja überein, also brauchen wir keine Kritik mehr. Aber deswegen gibt es auch dann keine Vorstellung mehr von gesellschaftlicher Veränderung. Die wird ja eingeebnet, die Differenz. Die Vorstellung von gesellschaftlicher Veränderung kann ich nur entwickeln, wenn es eine Differenz von Sein und Bewusstsein gibt. Und Sie sehen schon, dass das, was an der traditionellen Theorie zuerst von Marx, dann 1937 wieder aufgegriffen von Horkheimer kritisiert wird, dass diese Kritik eine Substanz haben muss. Eine Substanz haben muss, die außertheoretisch ist. Morgen werden wir darüber sprechen, dass Adorno sagt, ja, das ist wie mit dem Braten. Die Theorie braucht einen Braten. Und der Braten ist materiell. Das alles andere ist Gerede, das sind Rezepte. Wir diskutieren über Rezepte, aber wir wollen was essen. Und das ist Materialismus und dieser materialistische Kern. Und die kritische Theorie hat einen materialistischen Kern. Braucht sie, sonst ist es keine kritische Theorie. Warum hat Horkheimer nun 1937 das neu formuliert, das Verhältnis von traditioneller und kritischer Theorie? Es ist ganz klar, es zeichnete sich ab, dass ja zur Marxischen kritischen Gesellschaftstheorie gehörte der geschichtliche Produktionsprozess des Proletariats, also eines revolutionären Proletariats. Davon konnte man nun Mitte der 30er Jahre überhaupt nicht
mehr ausgehen. Man muss auch irgendwie die geschichtlichen Vorgänge ratifizieren. Das gehört eben zu einer kritischen Theorie. Und das ist das, was auch Adorno hier nämlich formuliert, in Wozu noch Philosophie 62 formuliert. Das gilt schon für die Hegelsche Philosophie. Und Hegel hat das entdeckt. Und das arbeitet Adorno hier ganz großartig raus. Dass nämlich der Sinn der Philosophie durchaus verbunden ist mit dem Pathos, Wahrheit zu erkennen. Aber die Wahrheit in der Tradition der idealistischen Philosophie ist die Wahrheit ewig. Platon und so, ne? Das ist ewige Wahrheit. Aber Hegel erkennt, die Wahrheit hat einen Zeitkern. Die Wahrheit ist zeitlich. Und das ist etwas, was sozusagen wiederum die kritische Theorie mit der hegelischen Philosophie verbindet. Aber anders. Aber man muss immer auf diesen Zeitkern hinauskommen. Was ist der Zeitkern der kritischen Theorie? Wie gesagt, 37 programmatisch. Wenn Sie sich vor Augen halten, was damals war, Nationalsozialismus in Deutschland, New Deal in den Vereinigten Staaten, Stalinismus in der Sowjetunion. Das ist sozusagen sind die geschichtlichen Voraussetzungen, die man sich vor Augen führen muss. Der Nationalsozialismus in Deutschland war noch in einer Phase, in der die äußersten Schrecken, die die nationalsozialistische Herrschaft über Europa gebracht hat, noch nicht geschehen waren. Das ändert sich ab 41, so zwischen 39 und 41 ist der Wendepunkt in dieser Geschichte auch des Nationalsozialismus. Und das Erstaunliche ist, und das macht die kritische Theorie aus, das macht den Zeitkern ihrer Wahrheit aus, dass sie die erste Gesellschaftstheorie ist überhaupt, die das begriffen hat, welche säkulare Bedeutung das haben wird. Und das Buch, das das reflektiert, das ist die Dialektik der Aufklärung. 1944 geschrieben, in der ersten Fassung, dann gibt es noch eben den Nachtrag Elemente des Antisemitismus, 1947 geschrieben. Es gibt nichts, weltweit gibt es nichts Vergleichbares dieser Art. Und das kann man auch mit den Briefen belegen. Das heißt also, hier verschiebt sich etwas. Es ist nicht mehr das noch vernünftig zu begreifende Verhältnis, das sich aus den Klassenkämpfen des 19. Jahrhunderts ergeben hat, nämlich von Revolution und Konterrevolution. Sondern die Massenvernichtung der europäischen Juden bringt etwas in die Geschichte, was es so noch nicht gegeben hat. Und wenn die außertheoretische Erfahrung, der materielle Kern und auch zeitliche Kern der Wahrheit sein soll, wenn das stimmt, dann können die Kategorien nicht einfach so weiter betrieben werden, wie sie uns überliefert sind. Also das heißt, ein Traditionsbruch ist nötig. Und dieser Traditionsbruch ist schon angedeutet in traditionelle und kritische Theorie, wird dann in Dialektik der Aufklärung durchgeführt in verschiedenen Kapiteln. Wichtig ist herauszubekommen, dass die Übereinstimmung oder die mögliche Übereinstimmung von Vernunft und Wirklichkeit, dass diese mögliche Übereinstimmung nicht hergestellt werden kann. Weder intellektuell, so wie das die traditionelle Philosophie in der hegelischen Gestalt, ne? Versöhnung, ne? Der Versöhnungsbegriff bei Hegel an letzter Stelle durchs absolute Wissen,
Das ist nicht möglich intellektuell, das hat schon Marx kritisiert, dass das nicht möglich wäre. Aber Marx bewegt sich noch selbst in einem vernünftigen Universum. Er meint nur, anders als Hegel, es müsste durch eine materielle Praxis hergestellt werden, die Übereinstimmung von Wirklichkeit und Vernunft. Nicht nur allein durch eine intellektuelle Praxis. Der Unterschied halt hier Idealismus, materialistische Kritik. Aber das Gesamtuniversum, in dem sich Hegel und Marx befinden, ist ein vernünftiges Universum. Trotz aller Grausamkeiten, Brutalitäten, Kolonialsystemen und so weiter, das ist ja alles bekannt, alles das aber bewegt sich noch in einem Rahmen und die Vorstellung, wie das transzendiert werden kann, ist ein vernünftiger Rahmen. Und dieser Rahmen geht in die Brüche im 20. Jahrhundert. Das kann nicht ohne Rückwirkung auf die Begriffe sein, in denen wir das versuchen zu verstehen, was im 20. Jahrhundert passiert ist. Und das ist eigentlich die Anstrengung dann der kritischen Theorie nach 1944. Die Anstrengung der kritischen Theorie ist immer wieder neu zu reflektieren, nicht? Wie lässt sich das begreifen, was geschehen ist. Explizit das, was im Nationalsozialismus geschehen ist, implizit das, was in der Sowjetunion geschieht. Das haben die als Zeitgenossen beobachtet. Nicht 1937, nicht? Die Moskauer Prozesse waren im Gange. Die Moskauer Prozesse, die ja eine zeigten, dass die Revolution in eine Sackgasse, gekommen war, die zu einem Massentöten, in der Gesellschaft führte, das selber einen irrationalen Kern hatte und mit rationalen Machtinteressen einer kleinen Clique überhaupt nicht zu erklären ist. Also auch da wird eigentlich das rationale Universum aufgesprengt. Und das sind eigentlich die beiden zentralen Erfahrungen, das, was in der kritischen Theorie als Zeitkern steckt. Adorno hat hier eine sehr schöne Stelle in Wozu noch Philosophie, damit sie diese Art des Denkens verstehen. Was im Innern des Begriffs sich vollzieht, darin erscheint stets auch etwas von der realen Bewegung. Das heißt, indem ich nämlich etwas untersuche, auch ein geistiges Produkt untersuche, wenn ich es genau untersuche, kommt etwas von diesem Außertheoretischen zur Erscheinung. Um das ganz aktuell zu machen, zum Beispiel, jetzt wird schon wieder diskutiert um die Heidegger und so weiter und so fort. Das, was Adorno gemacht hat, dann auch in der negativen Dialektik nochmal wiederholt hat, aber in dem sehr schönen kleinen Band, das ist so ein Polygomenon zur negativen Dialektik, Jargon der Eigentlichkeit, dass er zeigt, dass die heideggische Philosophie in der Substanz faschistisch ist. Nicht irgendwie, dass er mal einen schlechten Tag gehabt hat, 33, die Rektoratsrede, hat er eine Nazi-Uniform angezogen, die gehalten und war irgendwie nicht ganz da. Ne? Sondern, nein, das ist sozusagen, er hat das wirklich realisiert und das kann man zeigen an der Theorie. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Das ist auch etwas, was Adorno einen gelehrt hat. So musst du mit den theoretischen Produkten umgehen. Du musst sehen, was spielt sich darin ab. Und du musst ein Wissen von dem Außertheoretischen haben. Ne? Wer nur Texte liest und so weiter, der wird da nicht dahinter kommen, ne? Sondern der kann aufzählen, das steht da drin, der hat gesagt, jener hat gesagt und so weiter.
Ich sage, Sie sehen schon, es läuft das Literaturreferat. Ne? Das Literaturreferat ist eigentlich, ja, man kann auch sagen, warum sind die Dinger so langweilig? Nicht? Die sind einfach deswegen langweilig, weil ja die Schriftsteller, ich will doch nicht die Paraphrasen lesen von irgendjemandem, nicht? Sondern ich will das lesen. Es ist besser, ich lese 10 Bände Freud als einen Habermas-Abschnitt über Freud. Na, wo das alles nur zusammengefasst ist, da ist gar kein eigener Gedanke drin. Das ist eine ganze Schule geworden, eine ganze halbe Bibliothek ist voll damit. Na, ich greife doch lieber zum Original. Und die nennen das dann auch noch, entschuldige, dass ich jetzt so polemisch werde, nicht? Aber sie müssen immer, wenn da einer sagt und so, und dann wollte ich Freud reformulieren. Der konnte ganz gut formulieren. Da brauchen wir dich gar nicht, ne? Sondern arbeiten wir lieber das Problem heraus. Haben wir neue Erfahrungen? Können wir das, sehen wir das anders? Oder, ne, und das ist interessant. Aber nicht, dass einer irgendwie reformuliert und alles ist dann irgendwie am Ende so widerspruchsfrei und kannst du es nach Hause tragen. Das ist ja irgendwie, jede Resteverwertung beim Essen ist viel appetitlicher, ne? Als dieses, kein einziger origineller Gedanke da drin, ne, sondern alles nur abgekupfert. Schrecklich. Also, ne, dieses zum Original, dieses zum, auch zum Original greifen und am Original die Erfahrung herausarbeiten. Das war, okay, Adorno war nicht der Einzige. Das war eine Art, weil Ernst Bloch ist das genauso, der ist ja völlig vergessen inzwischen, Ernst Bloch. War das genauso, das haben Sie das gemerkt in den Vorlesungen, wie der das herausgearbeitet hat. Es gibt diese Leipziger Vorlesung, das sind 4 Bände. Das ist eine der besten Philosophiegeschichten, die es überhaupt gibt. Gucken Sie mal in der Bibliothek nach, ist längst vergriffen, wird nie wieder aufgelegt, bin ich ganz sicher, interessiert sich kein Schwein mehr dafür. Okay, was war das, warum ist das für uns so wertvoll? Ernst Bloch, der kam aus den USA, ziemlich hartes Exil gehabt in den USA, kam er zurück nach Deutschland, kriegte in der DDR einen Lehrstuhl in Leipzig und dann saßen vor ihm diese jungen Studenten, ziemlich durch den Nationalsozialismus eingeschränkt im Wissen und der Weltoffenheit und er bringt einfach die gesamte Geschichte der Philosophie denen nahe, ne, heute würde man sagen bildungsfern, das waren bildungsferne Schichten, ne, ne, dem bringt er das nahe und das erklärt das so, erklärt das so toll und das wird ihnen Spaß machen, das macht Spaß beim Lesen, das sind nicht einfach Paraphrasen, ne, sondern es wird auf den Punkt gebracht, die Philosophie wird auf den Punkt gebracht, was ist der Inhalt, worum geht es da, worum geht es bei Leibniz, nicht? Worum geht es bei Spinoza und so weiter, also es ist ein ganz, ganz toll, ganz vorbildlich und da kann man eben sehen, der Unterschied zwischen Philosophie und Literaturreferat. Das heißt, auch Philosophiegeschichte kann man durchaus lebendig machen, auch wenn es um tote, alte, weiße Männer geht. Aber das war jetzt nur eine Bemerkung am Rande. Das Zentrale eben, das Zentrale, was ich noch einmal herausheben möchte, ist, dass die kritische Theorie, so wie sie von Horkheimer, Adorno, Marcuse, Löwenthal formuliert worden ist, ich nenne jetzt diese Namen der ersten Generation, jetzt fange ich auch schon mit der Generation an, wollte ich gar nicht. Also ich meine diejenigen, die eigentlich die kritische Theorie als kritische Theorie begründet haben. Und da sind natürlich Pollock noch zu nennen, der ganz wesentlich dazu beigetragen hat. Hier ist es, diese kritische Theorie hat als Zeitkern der Wahrheit die Sprengung des vernünftigen Charakters, in den Weltgeschichte betrachtet werden kann. Und dem muss man nachgehen, das Verfolgen in der empirischen Realität. Morgen erscheint in der Taz, lesen Sie die hier in Österreich?
Also gibt's. Am Kiosk kann man mal kaufen. Okay, ich habe da so einen kleinen Artikel geschrieben zum 50. Jahrestag des Erscheinens von One Dimensional Man von Herbert Marcuse. Es ist genau vor 50 Jahren auf den Tag erschienen. Und wenn Sie sehen, nicht 1964 ist es erschienen, Adorno 1962. Ja, und Sie sehen, der One Dimensional Man, der wurde rezipiert in den 60er Jahren hier in Kontinentaleuropa als die aktuellste amerikanische Soziologie. Den meisten Leuten war überhaupt nicht klar, dass es da einen Zusammenhang gibt, dass das aus einer Gruppe entstanden ist, dass diese Theorien aus einer Gruppe entstanden sind. Das sehen Sie auch sofort, wo die Adorno-Zitate drin sind im One Dimensional Man, ganz klar. Und dass das hier ein Produkt eben einer Gruppenarbeit war, die aber von einem Individuum nicht weitergeführt worden ist. Und Sie sehen eigentlich, dass hier eine Verbindung existiert, ganz deutlich, zwischen der Dialektik der Aufklärung und dem One Dimensional Man. Die gehören zusammen, diese Texte. Und man versteht die auch nur richtig, wenn man diesen Zusammenhang weiß. Hat damals kaum einer gemerkt, dass es eben einen solchen Zusammenhang gibt. Ganz wichtig auch noch, gehört eben zur kritischen Theorie. Das ist verbunden eben mit dem Institut für Sozialforschung und der damaligen Zeitschrift für Sozialforschung, zum größten Teil im Exil erschien. Das Institut, wie die meisten hoffentlich von Ihnen wissen, nicht emigrierte über Genf nach New York und arbeitete dort als Institute for Social Research. Und Horkheimer und Adorno zogen sich dann aus dem Institutsbetrieb zurück und gingen nach Kalifornien und schrieben dort die Dialektik der Aufklärung. 1949 ist dann das Institut wieder in Frankfurt eingerichtet worden, aber eben mit so bescheidenen Mitteln und staatlichen Subventionen. Das Institut hatte ein eigenes Vermögen. Das hatte es dann nicht mehr und der Staat Hessen hat dann die Remigration von Horkheimer betrieben und damit des Instituts, und so kam auch Adorno wieder aus Kalifornien nach Deutschland zurück. Das ist ganz wichtig, muss man einfach im Hinterkopf behalten, weil zum Beispiel hier in dem Wozu noch Philosophie versucht Habermas, Adorno in diese Ecke zu stellen, das sei deutsche Philosophie, was da machen würde. Also deutsche Philosophie und das, was Habermas noch später dann viel expliziter gesagt hat, die Dialektik der Aufklärung ist fixiert, das sind seine Worte, nicht meine, ist fixiert an ein geschichtliches Ereignis, nämlich die Verdunkelung der Vernunft durch den Nationalsozialismus. Und damit wird eigentlich im Grunde die epochemachende Erfahrung der kritischen Theorie reduziert auf ein zeitlich enges Moment. Ah ja, das waren ja nur ein paar Jahre, ist ja weg jetzt. Und auf ein nationales Moment. Nämlich, auch wenn sie in der Emigration waren, aber eigentlich sind es doch deutsche Erfahrungen, die dort geblieben sind. Ich glaube, das ist eine Verzerrung der kritischen Theorie, so wie sie von Horkheimer und seinen Freunden konzipiert worden ist. Das Bedeutende gerade, und das würde ich sagen, hat Habermas nicht verstanden, das Bedeutende an der kritischen Theorie ist, dass sie eine säkulare Erfahrung oder säkulare Erfahrungen artikuliert. Also ich nenne nur mal Archipel Gulag, Auschwitz. Und diese sind nicht deutsch-national in diesem Rahmen zu begreifen, sondern sie sind als
Signa, universale Signa zu begreifen. Das heißt, hier hat sich weltgeschichtlich etwas verändert. Das ist nicht irgendein Ding, das sich innerhalb der deutschen Geschichte abgespielt hat. Das heißt auch, in letzter Instanz, dass diese Ereignisse die Welt verändert haben und das heißt damit auch die Begriffe, in der wir die Welt begreifen können. Und das ist schnurzpiep, egal ob ich Deutscher, Russe oder sonst was bin, sondern es geht hier um diesen universalen Kern einer konkreten Erfahrung, die schwer zu artikulieren ist. An dieser Stelle vielleicht komme ich nochmal auf den Satz aus Adornos Theorie zurück, der am meisten zitiert wird und am seltensten verstanden. Nämlich nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Den hat er 1948 in einer Festschrift für Benno von Wiese geschrieben. Herzlichen Glückwunsch. Der wird geschluckt haben, der Benno von Wiese, als es da drin stand. Aber man sollte sich den Satz genau angucken. Das ist er nämlich gar nicht, der ganze Satz. Das ist nämlich nur der halbe Satz, der zitiert wird. Der ganze Satz heißt, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch und das frisst auch die Erkenntnis an, die eben dies ausspricht. Das heißt also, das heißt nicht irgendwie, jetzt, da haben gleich aufgeschrien, der westdeutsche Kulturbetrieb, der Adorno will Lyrik verbieten. Das steht da überhaupt nicht drin. Sondern es versucht, das Missverhältnis zwischen kultureller Praxis nach Auschwitz und dem, was real geschehen ist, dieses Missverhältnis zu artikulieren. Das trifft nicht nur eine Lyrik, sondern auch die Erkenntnis an. Das heißt eben, da kommen wir zu unserem Aufsatz zurück, auch die Philosophie. Ich kann nach Auschwitz nicht einfach mehr Philosophie machen. Also es ist eben keine rhetorische Frage, wozu noch Philosophie, sondern ist eine Frage, die im Ernst darauf hinausläuft, nämlich die traditionelle Praxis des Geistes in Frage zu stellen. Und das ist auch der immer wiederkehrende Versuch der kritischen Theoretiker, genau dies zu artikulieren, dieses Missverhältnis zu artikulieren. Und wie Adorno hier in diesem Aufsatz sagt, es ist auch etwas, was jeder in seiner eigenen intellektuellen Praxis beachten muss, nämlich nicht der Hybris des Geistes zu verfallen. Die Hybris des Geistes, und das ist die Beziehung, die er herstellt zwischen dem Pathos der Wahrheit und dem Wahnsinn des Nationalsozialismus. Es gibt eine Beziehung, aber die Beziehung ist nicht unmittelbar. Das ist nicht irgendwie, das haben dann irgendwelche Geistesgeschichter immer gemacht. Die wollten dann irgendwie aus Luther, Kant und Hegel und Nietzsche natürlich, nicht, wollten die irgendwie den Nationalsozialismus ableiten. Das ist natürlich völliger Quatsch. Nicht? Das stimmt ja hinten und vorne nicht. Ne? Sondern die artikulieren auf unterschiedlichen Stufen wird dort artikuliert ein Reflexionsverhältnis zur Welt. Und dieses Reflexionsverhältnis zur Welt, das ist noch bis zum Ende der bürgerlichen Gesellschaft, beinhaltet es diese Hybris des Geistes, die Selbstüberschätzung des Geistes. Und das ist ein Kern der kritischen Theorie, nämlich die Hybris des Geistes zu kritisieren. Das auch bewusst zu machen und bei Adorno in der Praxis, jedem Philosophiestudenten, jedem Soziologiestudenten sollte das klar werden. Das Absolute wird nicht vermittelt. Das Absolute wird nicht vermittelt in der Philosophie.
Das ist unmöglich. Wenn, ist es eine Selbstüberschätzung. Er berichtet mal so eine sehr nette Geschichte von Alban Berg. Er war ja hier in Wien, Adorno, in den 20er Jahren, um Komposition zu studieren, und hat er bei Alban Berg studiert. Und der Alban Berg hatte noch mehrere andere Schüler aus Deutschland, unter anderem einen gewissen Herrn Schloss. Und er fragte ihn mal, Herr Berg, haben Sie das absolute Gehör? Und sagte Alban Berg, Gott sei Dank nicht. Und so können wir auch sagen, ne, die Philosophie, die das absolute Wissen vorspiegelt, na, Gott sei Dank nicht, haben wir nicht das absolute Wissen. Ne, das ist ein letztes Kapitel, Phänomenologie des Geistes, absolute Wissen. Wer sich dahin durchgearbeitet hat, wird bitter enttäuscht sein, es steht überhaupt nichts drin, ne, in dem Kapitel. Ne, also da ist nichts mit anzufangen mit dem absoluten Wissen. Okay, hier ist es jetzt aber darüber hinaus, dass es durch die geschichtliche Erfahrung uns das lehrt, dass die Hybris des Geistes kritisiert werden muss. All dies, diese ganze Erfahrungsgehalt, geht in den Habermas-Aufsatz von 71 überhaupt nicht ein. Die ist gar nicht mehr vorhanden. Habermas interessiert nur etwas anderes, nämlich, wie er das nennt, die Theorie, die er machen möchte. Und das ist ja in Österreich, hoffe ich, dass es, in Deutschland merkt es kein Schwein, aber in Österreich, glaube ich, müsste, mit einem sehr merkwürdigen Wort nennt er das anschlussfähig. Sie müsste anschlussfähig werden, die Theorie. Das heißt also, in der Substanz bedeutet das, ich nehme die These jetzt vorweg bei Habermas, dass er visiert gar keine kritische Theorie an. Er visiert eine positive Theorie an, eine positive Theorie der Wissenschaft. In dem 71er Aufsatz nennt er das noch, da hat er doch den Anschluss, das hat auch schon den Anschluss, hat er da drin. Im Anschluss an Horkheimer, Marcuse und Adorno, die sogenannte kritische Theorie, da sehen Sie typisch Habermas, die sogenannte kritische Theorie, die das Programm einer Erkenntnistheorie als Gesellschaftstheorie verfolgt. Horkheimer, Marcuse und Adorno haben niemals irgendwie versucht, Erkenntnistheorie als Gesellschaftstheorie zu machen. Das ist Habermas Programm. Und das ist Habermas Programm. Er geht dann, nämlich 71, geht er aus Frankfurt weg nach Starnberg, um das zu formulieren. Und daraus ist die Theorie des kommunikativen Handelns entstanden. Mit dem ganzen wissenschaftlichen Fußnotenapparat, wo der verstorbene Karl Markus Michel einmal bösartig in der Zeitung geschrieben hat, dieses Riesenwerk steht auf den Schultern von Zwergen. Es ist eine Anspielung auf diesen sehr schönen Märchentext, auf den Schultern von Riesen, ich weiß nicht, ob das Ihnen mal übergelaufen ist. Auch ein Wunder, jetzt hat es mit kritischer Theorie zu tun, aber ein wunderbares sozialwissenschaftlich geschichtstheoretisches Buch, ganz ausgezeichnet, sehr witzig. Okay, also hier sehen Sie das. Es ist ein neues Programm, das Habermas, ein neues Programm, das Habermas durchführt. Und dann sehen Sie auch Erkenntnistheorie als Gesellschaftstheorie. Das heißt ja, es geht eigentlich wieder um die Polierung der Linsen, nicht um das Sehen selbst. Und das wird eigentlich quasi, das wird dann erreicht mit einem Zaubertrick. Und dieser Zaubertrick heißt Linguistic Turn. Mit einem Male ist Habermas nämlich die gesamte Tradition los, weil die ja nicht den Linguistic Turn reflektiert hat, sondern in naiver Weise Wahrheit und Bewusstsein. Deswegen schreibt er auch wenn er über Adorno Theorie dann später schreibt, in den 70er Jahren, schreibt Bewusstseinsphilosophie. Das sei eine Bewusstseinsphilosophie. Das heißt, Sie sehen auch die ganze Abschätzigkeit, die da drin, steckt. Und das ist erstaunlich eigentlich. Erstaunlich, ich habe ja noch in den 60er Jahren bei Habermas studiert. Und das war
Er hatte sehr, sehr interessante Ansätze, nämlich diesen interessanten Ansatz in einem kleinen, schmalen Bändchen, Technik und Wissenschaft als Ideologie. Das war zeigte eigentlich, bitte missverstehen Sie mich hier nicht, in Habermas ist eine große intellektuelle Potenz, aber er macht etwas anderes als das, was Horkheimer und Adorno gemacht haben. Der ist auch da ganz eigenständig da drin. Was ich kritisiere ist, dass er 86, nachdem er nach Frankfurt nach 15-jähriger Abwesenheit zurückgekommen ist, dann mit seiner eigenen Invention of Tradition angefangen hat und gesagt hat, das sei jetzt die kritische Theorie, so wie sie heute gemacht werden muss, was er macht, nämlich die Theorie des kommunikativen Handelns als kritische Theorie. Und als Link führt er dann die Generationentheorie ein. Also erste Generation, alte kritische Theorie, tote alte weiße Männer, sind weg. Dann kommt die zweite Generation, das ist er, dann seine ganze Assistentenschar, Wellmer, Offe, dann ganz sicher Oskar Negt, das kann ich nun sehr gut beurteilen, weil ich bei ihm Assistent war ziemlich lange. Aber Sie sehen schon irgendwie, wenn Sie mal vergleichen, diese Werke von Offe, Wellmer und Negt, das passt überhaupt nicht zusammen. Das ist völlig disparat. Und warum ist das völlig disparat? Weil das sind unterschiedliche Arbeiten in unterschiedlichen akademischen Formen. Aber es gibt keine Substanz. In Adornos Worten, den Braten, den gibt es nicht mehr. Es gibt keinen gemeinsamen Braten zwischen diesen dreien. Nicht Wellmer, da macht er was weiß ich, Positivismuskritik und nicht Alfred Schmidt, der hat Philosophiegeschichte gemacht, hat unheimlich viel gelernt bei dem, aber hat Philosophiegeschichte gemacht. Da ist keine Weiterentwicklung irgendwie zu sehen, die sich auf eine materielle, nicht auf eine materielle Erfahrung, materielle Erfahrung bezieht. Und Negt ist in sich eine sehr komplexe Figur, oder sein Werk ist eine sehr komplexe Geschichte, würden uns jetzt weiter abführen, aber de facto hat er mit Wellmer und Offe so wenig zu tun, außer dass wir alle in der zweiten Hälfte der 60er Jahre in Frankfurt waren. Aber inhaltlich gibt es da gar keine Verbindung zueinander. Und das, was Habermas eigentlich in der Theorie des kommunikativen Handelns macht, dann soll es eben die dritte Generation geben, da sind einige auch schon kaum noch unter uns, aber das sollen dann eben, was weiß ich, die damaligen Assistenten halt der 80er Jahre nicht sein. Das soll dann die dritte Generation von kritischer Theorie sein, wo man überhaupt nicht weiß, was die machen, was das mit kritischer Theorie zu tun haben. Die haben eigene Projekte und so weiter und so fort. Und man kann sich darüber unterhalten, welche Beziehung Honneths Anerkennungstheorem zu Horkheimer und Adorno haben. In ihren meisten geschichtlichen Schriften beruht es immer auf einer Abwertung, eigentlich der Abwertung der sogenannten ersten Generation. Diese Art der Geschichtsschreibung ist so eine Bestattung erster Klasse. Gibt es ein wunderbar in Heinrich Regius Dämmerung, das war ein Buch, das 1932 Horkheimer unter Pseudonym geschrieben hat. In der Dämmerung, wenn Sie das mal in die Hand kriegen, dann lesen Sie mal den Abschnitt Kategorien der Bestattung. Das ist wunderbar. Das heißt nämlich, wie man Leute wirklich richtig tot kriegt, ist, indem man sie ins Pantheon aufbahrt. Und dann heißt irgendwie, das hat überhaupt gar keine Aktualität. Aber ich sagte bereits, die kritische Theorie gewinnt ihren Anspruch
und das ist kritische Theorie, die diesen Namen verdient, gewinnt ihren Anspruch aus dem außertheoretischen Impuls. Nicht? Der außertheoretische Impuls, was ich jetzt mal ganz verkürzt sage, heißt für Horkheimer, Adorno, Marcuse zu begreifen, was geschieht, Auschwitz, Archipel Gulag, und die Veränderung der Welt, die man noch vorher als bürgerliche Welt bezeichnen konnte. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, wo wir weitergehen müssen. Wir weitergehen müssen. Und das ist etwas, was eine kritische Theorie heute machen muss, die diesen Namen verdient. Erstens, das sind nicht irgendwie, der Zeitkern der Wahrheit heißt nicht, das sind irgendwie Ereignisse, die sind schon lange her. Da brauchen wir uns nicht mehr lange drum zu bekümmern, können wir den Historikern überlassen. Nein, sondern das bedeutet, der Zeitkern der Wahrheit ist, hier hat sich etwas verändert und die Theorie muss darauf reagieren. Und das heißt zum Beispiel, eine ganz zentrale Geschichte, vor denen auch die verschiedenen Marxismen unterschiedlicher Provenienz völlig versagt haben, ist im Grunde genommen zu begreifen den geschichtlichen Charakter der bürgerlichen Gesellschaft. Jetzt werden Sie irgendwie überrascht sein. Sagen die doch gerade, dass sie geschichtlich ist. Aber es wird nicht untersucht, dass die bürgerliche Gesellschaft selber wiederum eine Substanz hat. Und die Substanz der bürgerlichen Gesellschaft ist die Klassengesellschaft, bürgerliche Klassengesellschaft. Bourgeoisie und Proletariat gehören konstitutiv zur bürgerlichen Gesellschaft. Und sie entfalten ihre Dynamik in der Auseinandersetzung miteinander. Gucken Sie sich um in der Welt. Das gibt es nicht mehr. Das ist nicht vorhanden. Können wir dann aber alle die Begriffe, die damit zusammenhängen und in diesem Zusammenhang entwickelt worden sind, können wir die einfach so übernehmen? Nein, können wir nicht. Wir müssen, um die gesellschaftlichen Verhältnisse von heute zu begreifen, müssen wir neue Begriffe bilden. Neue Begriffe ist aber was anderes als irgendwelche flotten Formulierungen, Formeln. Ein, was weiß ich, 80% der Soziologie besteht nur aus Labeln. Was weiß ich, Wissensgesellschaft und das sind keine Begriffe. Risikogesellschaft. Muss er sich mal überlegen, was soll das heißen? Gab es früher keins? Also Arbeit an Begriff. Die Arbeit an Begriff, das ist eine Aufgabe. Eine Aufgabe, die Habermas begonnen hat, aber dann aufgegeben hat. Ein ganz, was ich schon vorhin zitierte, Technik und Wissenschaft als Ideologie, ein ganz produktiver Ansatz steckte darin, Kritik des Scientivismus. Das heißt also Kritik der Wissenschaftsideologie. Der Aufstieg aber der Theorie des kommunikativen Handelns ist genau der, nämlich in verbunden eigentlich mit der Dynamik der Entfaltung des Bildungssystems in allen Gesellschaften weltweit. Vor dem Problem standen nämlich alle Gesellschaften weltweit in den 60er Jahren. Und das führte zu einer Bildungsexplosion, nicht nur in Deutschland, nicht nur in Frankreich, sondern in Westeuropa, in der Dritten Welt und im sogenannten Realsozialismus. Der nannte sich dann selbst so Realsozialismus. Das war auch in den 60er Jahren. Man sollte sich nicht so Flausen machen, dass es irgendwie mal gut wird. Oder so. Das ist Sozialismus. Also war sozusagen, man könnte sagen, positivistischer Sozialismus.
Also in all, allen unterschiedlichen drei Welten ist diese Bildungsexplosion gekommen. Ein ganz einfaches Faktum, Eric Hobsbawm war der Erste, der darauf hingewiesen hat. Zum ersten Mal gab es 1968 auf der Welt mehr Studenten als Bauern. Das ist ein ganz wichtiges Faktum. Das bedeutet ja nicht, in der Reproduktion der Gesellschaft hat sich was geändert. Und ist gerade in einem. Und auch der ganze 68, dieses totgeschlagene Wort. Das ist ja nicht irgendwie ein Phänomen, das von ein paar Irren irgendwo in Deutschland oder in Frankreich gemacht worden ist, sondern nicht, das ist ein gesellschaftlicher Konflikt, der sozusagen Globalisierung vor der Zeit. Das passiert plötzlich alles irgendwie gleichzeitig. Berlin, Frankfurt, Tokio, Mexiko, Berkeley, alles in dem Jahr zusammengezogen. Und dann, das ist dann die Aufgabe, das müsste man irgendwie verstehen, begreifen. Der wichtige Punkt ist, als konsequent daraus ist, im 20. Jahrhundert hat sich die bürgerliche Gesellschaft bis zur Unkenntlichkeit verändert. Und es fehlen uns bis heute die Begriffe, um das wirklich zu beschreiben. Ich versuche, diese historisch-gesellschaftlichen Differenzen herauszuarbeiten mit einer Zeiteinteilung, die als erster Eric Hobsbawm vorgenommen hat. Also Long Century, das Long Century ist das von der amerikanischen und französischen Revolution, also 1776 bis zum Ersten Weltkrieg 1914. Auf dieses Long Century, deswegen Long, auf dieses Long Century ist das Short Century gefolgt, das wir entweder von 1917 bis 1989-90 datieren können. Und das, was wir jetzt haben, ich bezeichne das so ironisch als New Age. Das ist aber die Aufgabe einer kritischen Theorie der Gegenwart, dieses New Age zu erkennen. Das können Sie aber nur erkennen, wenn Sie diesen historischen Reflexionsprozess vollziehen. Das heißt also die Veränderung der Begriffe, die notwendige Veränderung der Begriffe. Zum Beispiel das Long Century könnte man dadurch kennzeichnen, durch die Entstehung der Ungleichzeitigkeit. Verschiedene Teile der Welt nehmen verschiedene Entwicklungstempi auf, unterschiedliche Entwicklungstempi auf. Ja? Und das führt, was weiß ich, die amerikanischen Sozialwissenschaftler, da gibt es so gute Begriffe, Great Divergence, zu dem großen Unterschied, nicht dem großen Unterschied der entwickelten bürgerlich-kapitalistischen Welt und den Gesellschaften, die entweder Opfer dieses Prozesses werden oder am Rande des Prozesses existieren. Das Short Century ist eigentlich gekennzeichnet durch die, das ist ein Begriff von Ernst Bloch, den er versucht hat, eben auf Deutschland anzuwenden, auf das vorfaschistische Deutschland anzuwenden, Gleichzeitigkeit der Ungleichzeitigkeit. Das heißt also, es gibt etwas Simultan, es gibt etwas Simultanes und jetzt wird das gar ganz groß gemacht, nicht 100. Jahrestag des Ersten Weltkriegs, daran können Sie das sehr gut sehen, nicht, das kam bis in jede Ecke der Welt, kam das irgendwie an, das hier Erste Weltkrieg, Great War ausgebrochen, nicht? Aber der Great War wird ganz unterschiedlich, an ganz unterschiedlichen Orten ausgetragen oder betrifft diese Orte ganz unterschiedlich. Was weiß ich, vietnamesische Arbeiter
müssen in Frankreich Schützengräben ausheben. Chinesische Arbeiter werden auch an die Westfront beordert. Nehmen also auch an diesem Krieg teil und bringen das, was sie dort erfahren haben, in ihre Gesellschaften wieder zurück nach dem Ende des Krieges. Und so kommt da etwas, was zum Short Century auch konstitutiv hinzugehört, neben Auschwitz, Gulag, nämlich die Dekolonisierung. Die eigentlich das ganze Short Century kennzeichnet. Und Sie sehen, dass auch der Kolonialismus mit dem Ende des Short Century zusammenbricht, nämlich Südafrika. Der Fall des Apartheid-Regimes fällt genau mit dem Ende des Short Century zusammen. Was kennzeichnet nun das New Age? Ich nenne das, was es kennzeichnet, globale Gleichzeitigkeit. Und in dieser globalen Gleichzeitigkeit sehen Sie erstens die intellektuelle Teilnahme, wenn man das will, die intellektuelle Teilnahme an weltweit vorgehenden unterschiedlichen Prozessen. Wenn wir wollen, können wir genau wissen, was in Syrien passiert in diesem Moment. Wir können, wenn wir das wollen. Wenn wir das wollen, können wir auch wissen, was im Südsudan passiert oder im Irak oder in Afghanistan. Das sind nicht Orte, die durch räumliche Distanz nur von uns getrennt sind, sondern es sind Orte, die sich in unseren Erfahrungswelten, in unsere Erfahrungswelt hineinbewegen. Etwas weniger dramatisch, aber dramatisch genug, reflektiert sich das in weltweiten Migrationsbewegungen. Diese weltweiten Migrationsbewegungen zu innergesellschaftlichen Folgen führt, wie nämlich, dass die Fantasie der Gesellschaftsmitglieder bzw. der Herrschaft von ethnischer Homogenität eine Chimäre ist, und zwar eine gefährliche Chimäre. Ich nenne das nicht multikulturell, wie die, und das betrifft alle Gesellschaften. Das können Sie auch sehen, wenn Sie im Einzelnen gucken, was spielt sich da im südlichen Afrika ab, wie werden da nationale Grenzen überschritten, aufgelöst, wie verändert sich die gesellschaftliche Bevölkerungssubstanz. Ethnoheterogenität ist ein ganz konkretes Phänomen, fällt mir kein besserer Begriff ein, aber auf jeden Fall ist er besser als Multikultur, weil das ist Multikultur ist kein Begriff, nicht? Sondern ist der Versuch, ein Label zu finden, der aber irgendwie damit arbeitet, als ob die Menschen in sich abgeschlossene Kulturen hätten. Das geht eigentlich schon einem Kulturbegriff vorbei, ne? Denn eine Kultur ist, nicht? Das Interessante ist, dass alle Kulturen sind Mixkulturen. Alle Kulturen sind Mixkulturen, auch die der Vergangenheit. Ja, das waren nur die akademischen Eliten, die uns das haben einreden wollen. Es gibt die deutsche Kultur und dann gibt es die österreichische Kultur. Oder? Hier in Wien, da ist es absolut klar, so einfach geht das nicht. Da brauche ich ja nur das Telefonbuch aufzuschlagen. Dann sieht man schon, das ist alles viel komplexer zusammengesetzt. Und das macht auch das Spezifische und auch den Reiz, wenn ich das jetzt mal hier als Kompliment ausstreuen darf. Den Reiz aus einer Kultur, dass sie vermischt ist und dass sie nicht rein ist. Rein ist langweilig, fad eben. Okay, also das heißt,
Ethno-Heterogenität, aber Sie wissen, es ist ein ganz wichtiges gesellschaftlicher Punkt, um die es Auseinandersetzungen gibt, Ethno-Heterogenität, ganz wichtiger Punkt. Und sie führt zu dem Punkt, da fällt mir auch kein besserer Begriff ein, obwohl den schon jetzt diese Werbeagenturen sich angeeignet haben, Diversity. Ne? Nicht? Aber da steckt, die sind ja auch nicht blöd, ne? Sondern die, ne? Die merken, da ist was Attraktives drin. Nicht? Das ist das Attraktive dieser Diversity, ne? Das ist unheimlich wichtig. Nicht? Wie, nicht? Es steckt da die Frage, wie wollen wir leben? Ne? Wie wollen wir leben? Und diese Frage ist nicht irgendwie sagen, nach der Revolution oder sonst irgendetwas, da wollen wir alles so ganz toll leben oder sonst, darum geht es nicht, ne? Sondern es geht darum, in der konkreten Gegenwart zu artikulieren, wie wollen wir leben. Was hat das alles noch mit kritischer Theorie zu tun? Mit kritischer Theorie hat es insofern zu tun, dass, wenn Sie mich richtig verstanden haben, die kritische Theorie braucht außertheoretischen Impuls. Nur als akademische Theorie unter vielen ist sie wertlos. Wir werden sie vergessen. Und so würde ich das eben auch sagen, die Theorie des kommunikativen Handelns ist eine Theorie gewesen, die mit diesem gesellschaftlichen Veränderungsprozess des Aufstiegs der edukativen Mittelschichten im letzten Drittel des Short Century erfasst hat, mit ihm groß geworden ist. Und das ist eine Konjunktur, die wird vergehen. Die kritische Theorie, wie sie von Horkheimer und Adorno entwickelt worden ist, ist säkular. Sie ist in ihrer Genese eine kritische Theorie des Short Century. Der Zeitkern der Wahrheit, der kritischen Theorie ist es Short Century. Eine neue kritische Theorie oder kritische Theorie, die an diese Tradition anknüpft, und da sage ich schon etwas Problematisches, denn die kritische Theorie ist ja konstitutiv kritisch gegen Tradition. Kann es überhaupt eine Tradition der kritischen Theorie geben? Tradition, aber wenn wir das nicht als konventionellen Begriff nehmen, sondern Tradition ist nicht einfach, was einem überliefert wird. Nicht? Goethe, nicht? Was du ererbt hast von den Vätern, erwirbt es, um es zu besitzen. Nein, das ist okay, das ist bürgerlich. Ne? Das ist, erwirbt es, um es zu besitzen, ist ganz klar. Das ist uns verwehrt, so etwas zu tun. Nein, Tradition muss begründet werden. Tradition ist ein etwas Gegenwärtiges, nicht etwas irgendwie die Vergangenheit und ja, Museen und so, alles schön und gut oder sonst. Nein, Tradition muss begründet werden. In der bürgerlichen Gesellschaft, im Long Century, wurde die Tradition auch erfunden, geradezu. Wunderbares Buch von Hobbes Swam Ranger, Invention of Tradition. Das heißt also, Invention of Tradition bedeutet, sie entsteht mit der bürgerlichen Gesellschaft. Deswegen entstehen mit der bürgerlichen Gesellschaft entstehen auch die Museen. Mit der bürgerlichen Gesellschaft nicht entsteht dieses Ganze hier, das, was jetzt zerstört wird. Diese Art, diese Typus von Akademie, nicht in Deutschland die Humboldtsche Universität, das ist im Long Century entstanden. Das kann man so nicht machen, sondern, und da spricht vielleicht aus mir eine bestimmte Erfahrung, auch wiederum die Erfahrung eines versäumten Augenblicks, nämlich, dass man Tradition in der Gegenwart begründen kann. Und Sie sehen, da ist Deutschland ein wunderbares, fürchterliches Land, an dem man das studieren kann. Auf der einen Seite gibt es ein herrschaftliches Kontinuitätsbedürfnis, und da gibt es immer irgendwie ja, diese 12 Jahre, was machen wir denn mit denen?
Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch nicht, weil das real ist. Das ist ein realer Bruch. Das ist ein realer Bruch. Da kannst du doch nicht anknüpfen. Ne? Das heißt, es muss dann irgendwie verharmlost werden, übersprungen werden. Was hat der ZDF jetzt? UMUF. Unsere Mütter, unsere Väter. Ne? Und so, nicht das, dann so Traditions, da sehen Sie das ganze Generationen, unterschiedliche Generationen, die alten Generationen, ja, die und wir sind jetzt und so weiter. Alles. Ne? Kontinuität. Das ist natürlich nicht, das geht nicht. Das kann man nicht machen. Deutschland hatte 1945 die Chance, eine neue Tradition zu begründen. Eine neue Tradition, die das auch aufnimmt. Die deutsche Geschichte lief ja nicht irgendwie messerscharf darauf hinaus, dass irgendwelche Nationalsozialisten an die Macht kommen. Das als Gesellschaft hat ja viel mehr Inhalte. Das heißt, daraus kann man etwas machen und sagen, das ist die Tradition, die wir begründen wollen. Nicht anknüpfen kannst du nicht mehr. Aber das klappte überhaupt, nicht. Ne? Meinecke, die fing dann an, irgendwie nach 45 Goethe-Kreise wollten die gründen. Ne? Also überall Goethe-Kreise, damit das deutsche Nationalbewusstsein nicht verschwindet. Ja, dass überhaupt das ganze Projekt Nationalbewusstsein das Problem ist, darauf sind die gar nicht gekommen. Und auch hier sehen Sie ja Ansatz. Ne? Das war ein ganz wichtiger Ansatz für kritische Theorie. Nämlich genau dieses zu kritisieren, diesen Kontinuitätsschein und Kontinuitätsdrang. Ne? Deswegen, Adorno, das war sozusagen Adornos Rückkehr nach Deutschland, schreibt er aus Amerika, nach Auschwitz ein Gedicht zu schreiben, ist barbarisch. Und das frisst auch die Erkenntnis an. Nicht? Herzlich willkommen. Ne? Also warst du gleich Außenseiter, wenn du sowas sagst. Ne? Das ist doch ganz klar in Deutschland. Und das ganze Ding, das hatten wir nach 89 nochmal. In Deutschland. Und auch da sind wir sich durchgesetzt. Hat, als Wort, als Floskel dafür, Wiedervereinigung. Wieder. Muss doch nicht sein. Es ist kein Bewusstsein davon da, dass man etwas Neues anfängt. Und darunter leidet der öffentliche Diskurs in der deutschen Gesellschaft bis heute. Und an diesen Verweigerungen dem Neuen gegenüber. Das war eine Chance, die ist verpasst worden. Gut, kritische Theorie der Gegenwart. Ganz zentral, ich habe jetzt Deutschland wirklich nur als Beispiel genommen. Das ist ein Beispiel. Bei mir schreibt jetzt einer eine Arbeit über Korea. Was für ein Veränderungsprozess, wie hängt das zusammen, wie hängt das nicht zusammen, zwei unterschiedliche Gesellschaften, mir das ist ja die wirkliche Frage, ne? Wie kommen zwei unterschiedliche Gesellschaften zusammen und was daraus muss was Neues entstehen, das ist ganz klar, das ist irgendwie, das ist wie Surf and Turf, ne? Also irgendwie nicht, das, da muss etwas Neues entstehen und wenn man es nicht bewusst macht, schmeckt beides nicht? Und die Gefahr ist riesengroß, ne? Das sehen wir eben in Deutschland, aber das ist eben nur ein Beispiel. Aber das, worauf es wirklich ankommt dabei, ist ganz wesentlich und das ist ein zentraler Punkt. Kritik des Eurozentrismus. Kritische Gesellschaftstheorie muss dieses eurozentrische Gefängnis verlassen. Aber nicht irgendwie moralisch, dass man irgendwie sagt, ja da und dies und dort, nicht? Sondern das muss konstitutiv, ne? Das muss konstitutiv in die Begriffe und in das Denken eingehen. Nicht? Und so, wenn Sie das Short Century als gekennzeichnet ist durch diese gesellschaftlichen Katastrophen, Auschwitz, Archipel Gulag, man muss sich nur mit der Geschichte des Kolonialismus beschäftigen. Die Katastrophen sind vorhanden. Allein die chinesische Geschichte der letzten 100 Jahre, die ist so erschütternd. Und die betrifft eben nicht nur die Chinesen, ne, sondern es betrifft einen Weltzustand, aus dem sich etwas Neues entwickelt. Ne. Und das heißt, also die Art, und dafür fehlen uns noch die Begriffe, die Art, wie sich zum Beispiel das chinesische Gesellschaftssystem jetzt entwickelt, das hat auch etwas mit unserem Gesellschaftssystem zu tun.
Allein die Verteilung von geistiger und körperlicher Arbeit in der Welt. Die ist global, die Verteilung von geistiger und körperlicher Arbeit. Und es gibt enorme Faux-Frais der sogenannten Globalisierung. Und das ist eigentlich die Aufgabe der kritischen Theorie. Diese Faux-Frais, also diese toten Kosten der Globalisierung zu benennen und ihnen eine Stimme zu verleihen. Ausgehend von den Übeln der Gegenwart, und die Übel der Gegenwart ist, es gibt kein Ende der Gewalt. Gewalt ist mondial. Zwei Grundvoraussetzungen, das ist sozusagen die Bratenfrage. Die Abschaffung der Folter und die Abschaffung des Hungers. Und das ist keine Frage der Theorie, sondern das ist eine Frage des außertheoretischen Impulses. Vielen Dank.